Nach drei Niederlagen das Comeback. Joe Biden hat die vierte Vorwahl der US-Demokraten in South Carolina gewonnen, mit einem Kantersieg. Der frühere Vizepräsident holte knapp 50% der Stimmen. Es war die letzte Vorwahl vor dem Super Tuesday am Dienstag. Dann wird in 14 Bundesstaaten gleichzeitig gewählt. Wir werden es schaffen, indem wir alle Amerikaner zusammenbringen, jeder Rasse, Ethnie, jedes Geschlechts, in jeder finanziellen Lage, Demokraten, Republikaner, Unabhängige, so wie wir es hier in South Carolina gemacht haben. So werden wir es im ganzen Land machen, am Dienstag und auch darüber hinaus. Leute, groß gewinnen oder verlieren, darum geht es. Die meisten Amerikaner wollen nicht nur bloße Versprechen einer Revolution. Sie wollen mehr, sie wollen Ergebnisse. Rückhalt bekam Biden, wie erwartet, vor allem von Afroamerikanern. Bernie Sanders landete in South Carolina weit abgeschlagen auf Platz 2, führt das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur aber weiter an. Der Milliardär Tom Steyer wurde Dritter und warf das Handtuch. Er sehe keinen Weg, wie er die Vorwahlen noch gewinnen könne. Damit hat sich das Feld der Demokraten auf 7 Bewerberinnen und Bewerber ausgedünnt. Thank you so much.